Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Elden Ring. So, ich bin ja immer noch hier bei dem Scarlet Tree Avatar. Ich habe jetzt einmal ja... Wo ist jetzt mein... Meine Runen sind weg. Scheiße. Fuck. Meine ganzen schönen Runen, das war... Das war ein gutes Stück über ein Level up. Oh nee, ey. Okay, ich habe noch 7 für die dritte Runde. Meine Imitator-Träne geht nicht mehr so optimal. Ah toll, und ich habe jetzt hier noch Frame-Einbrüche. Okay, fuck it.
Dadurch, dass ich ja sowieso jetzt gerade alle Runden verloren habe, könnte ich theoretisch auch einfach mich zurückziehen. Ach komm, ey. Der Run ist durch. Okay, ich... Irgendwie fühle ich mich gerade nicht dementsprechend vernünftig, dass ich den gut bekämpfen kann, den Boss hier. Und dadurch, dass ich ja sowieso dadurch, dass ich ja sowieso jetzt da keine Runen mehr habe. Ja, das ist das große Schild. Das große Schild. Mhm. Ich weiß, wo das da ist. Irgendwie hat... Also irgendwie hat Windows aktuell so leichte Probleme, würde ich sagen. Hallo, hat OBS jetzt... wieder zurück, weil irgendwie war das komisch gerade, da hat er das nicht so ganz vernünftig gemacht hier das Ganze.
Und jetzt ist auch schon wieder der Controller weg, ey. Was ist denn hier gerade los? Jetzt stellt mich schon wieder Standbild. Der ist immer noch angenehmer als der mit dem Großschwert. Der mit dem Großschwert kann kontern, der hier nicht. Hier muss ich raus, okay. Nächste Gnade. Oh, ich wollte sagen, oh, meine Nase juckt. So ein Weg ist das hier jetzt.
Edelstein 7. Mhm. Okay, warte mal, hier kann ich wieder. Dann sollte ich hier einmal runter droppen. Ich weiß halt auch nicht wirklich, wo ich jetzt hier hin muss. Nervt es, dass ich hier nicht so ein paar. Ah. Doch, hier kann ich noch einen Weg. Dann hoffe ich mal, dass ich hier auch noch einen Ort der Gnade irgendwie finde oder dergleichen. Okay. Einmal hier rauf. Dass ich hier dann da einen Ort der Gnade bekomme und dann Alter, wie weit ist denn der Weg hier? Da war nämlich auch noch ein anderer Weg. Das heißt, ich muss diesen ganzen Ding dann wieder zurücklatschen da gleich. Das ist schon mal. Hat der Dame für die. Pferd. Warte mal. Ich habe so eine Idee, dass das hier endlich ist. Sehr schön. Nicht vergessen, ich möchte jetzt zurückladen.
So. Okay, wir sind hier. Keine Ahnung, wieso da drin welche gestorben sind. Gut. Ah, fuck it, ja, jetzt kommt das Viech auf einmal. Hi. Da ist nichts. Rune eines unbesungenen Helden. Mhm. Nee, aber hier ist nicht irgendetwas, wo ich an und für sich weitergehen kann. Ich habe eine kreative Idee. Jupp, hat tatsächlich geklappt. Da, auf der war ich jetzt, da bin ich reingekommen. Dort geht's raus.
Ja, dort unten dürfte dann der da sein. Okay. Dann bin ich jetzt hier, wenn ich mich nicht täusche. Und das sieht so aus, als ob ich hier nicht mehr... Beziehungsweise, als ob ich hier schon alles geschafft gemacht hätte. So, dann dürfte ich hier tatsächlich das soweit auch fertig haben. Das ist doch mal hundertprozentig ein Bossfight, was hier kommt. Jo, und da ist auch schon mal was. Regeneriert mir die meine Lebenspunkte wieder. Aber kann ich mal bitte? Nein. Okay, aber keinen. Aber das war jetzt nicht so gut. Heilung. Fuck it. Thank you.
Aber kann ich mal bitte. Alter, ich kann aber bitte aufhören, damit ich heilen kann. Also das Problem ist auch, dass ich diese Bosse aktuell irgendwie extrem auf mich fokussieren und die Mimik quasi komplett in Ruhe lassen. Das Schwert von Guts. Aua, ey. Fuck it, ey. Aber das war... Ich muss hier wirklich die ganze Zeit blocken gegen den Typen. Und hoffen, dass meine Mimik Schaden macht, damit, oder dafür sagt, dass ich mal ein Fenster habe, weil aktuell ich kann halt einfach nicht angreifen. Ich muss halt blocken, um am Leben zu bleiben gerade. Oh ey, und da ist er wieder bei mir.
Ja, das ist. Ich konnte da echt nichts anderes machen, außer. Ich konnte da wirklich nichts machen, außer die ganze Zeit irgendwie versuchen zu blocken oder sonstiges. Okay, Stufenaufstieg. Damit habe ich ein höheres Ausrüstungsgewicht. Also Leben eigentlich. Ich denke, ich sollte eher Richtung gehen, dass ich mehr. Jetzt ein bisschen mehr Schaden machen kann. Die Frage ist, um zu den Fingerruinen zu kommen, muss ich wahrscheinlich hier durch. Warte, hätte ich den auch auf dem. Hätte ich den auch auf Torrent bekämpfen können? Ach, egal, jetzt ist sowieso schon durch die Nummer. Also, nee, das ist meine Gnade. Okay, wo? Oh, hier ist noch eine. Okay, auch interessant. Gaius Beinschützer und Blutgänse der Albinorix.
Aber interessant. Ansonsten hier oben noch irgendwas oder? Oder war es das hier gewesen? Aber das hat sich ja mal richtig gelohnt. Wenn ich mich nicht täusche, kann ich jetzt sogar 2 Level-Ups machen. Und das würde mir schon enorm helfen. Okay. Keine Ahnung, wieso da jetzt gerade noch ein Verbindungsabbruch war. Aber egal, ich muss hier jetzt sowieso die Folge beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.